Am Abend des 1. März 1844 erschütterten zahlreiche Krawalle die Münchner Innenstadt. Mehrere tausend Bürger stürmten Brauereien, Kneipen und öffentliche Plätze und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Was hatte die Leute so sehr in Wut versetzt? Die Antwort ist die von König Ludwig erlassene Bierpreiserhöhung um etwa ein Pfennig. Zuvor wurde bereits der Brotpreis angehoben, doch beim Bierpreis verstanden die Bayern keinen Spaß mehr. Selbst das herbeigerufene Militär konnte die Randalierer nicht bändigen und verweigerte schließlich den Dienst. Weitere Maßnahmen gegen die Krawalle blieben erfolglos. Bereits am 5. März 1844 wurde der Bierpreis wieder herabgesenkt. Um die Bürger zu beruhigen, reduzierte das Münchner Hofbräuhaus den Bierpreis sogar noch weiter, um dem Militär und der arbeitenden Klasse einen gesunden und schmackhaften Trunk zu bieten.